So, dann der Bastelzeit. Und heute, da geht's mal darum, wie man ein Betriebssystem starten kann. Ja, ne, klingt einfach, aber heutzutage ist ja alles etwas komplizierter geworden. Früher, da ist man einfach hingegangen und hat vom Betriebssystem die Bootdisk eingelegt. Die Bootdisk eingelegt. Okay, bevor ich jetzt hier weiter mit irgendwelchen Medien umherschmeiße. Früher hat man halt ein Betriebssystem auf eine CD gebrannt oder fertig gekauft oder halt Diskette und eingelegt und dann startete das in den meisten Fällen. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Ja, die meisten Betriebssysteme, die kommen inzwischen aus dem sogenannten Internet und die wollen dann irgendwie auf einen PC übertragen werden. Da gibt es verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Die meisten Dateien, die man runterlädt, sind ja ISO-Dateien. Das heißt, man kann sie immer noch auf ein optisches Medium draufspielen. Oder man holt einen USB-Stick. Oder man bootet direkt vom Netzwerk. Das geht natürlich auch. Die Methoden haben aber alle so ein klitzekleines Problem. Sie brauchen nämlich relativ fixe Vorbereitungszeit, sind wenig portabel und nicht ganz so flexibel. Also zumindest teilweise. Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass die meisten Leute keine CDs mit sich rumschleppen. Das heißt also, wir konzentrieren uns mal auf den hier, den USB-Stick und andere Methoden. Und zwar, wie man das etwas flexibler gestalten kann, wenn man jetzt mal ein bisschen mehr an Betriebssystemen dann doch mit dabei haben möchte. Das erste, was ich euch zeigen möchte, die Variante, die ist nicht für jeden. Das heißt, wenn es euch nicht interessiert, unten Timecodes überspringen und so weiter. Aber ihr könnt euch den USB-Stick sparen und Dinge benutzen, die ihr wahrscheinlich schon habt. Nämlich euer Smartphone. Zumindest mal eingeschränkt. Denn, ich sag ja schon, ist nicht für jeden. Ihr braucht nämlich so drei Vorbedingungen. Nummer eins, es muss ein Android-Telefon sein. Nummer zwei, es muss geroutet sein, das heißt, ihr müsst selber das Betriebssystem verwalten, was heute leider immer komplizierter wird. Und Nummer drei, die Hardware muss es auch noch hergeben. Das heißt also sowohl der Kernel als auch die Treiber für euer Telefon. Wenn das aber gegeben ist, dann gibt es eine App, die euch sehr weiterhelfen kann. Die Software, die nennt sich DriveDroid, ist leider schon lange nicht mehr aktualisiert worden, aber zum Glück klappt sie noch. DriveDroid ermöglicht es euch nämlich, euer Handy als, Überraschung, Drive, also Datenträger zu benutzen. Wenn wir das erste Mal starten, kriegen wir hier so einen wunderschönen Setup-Wizard. Das hat damit zu tun, dass halt jede Hardware anders ist. Wir klicken einmal Next, müssen dann einmal sagen, okay, du darfst Root haben. Hier steht jetzt Root Acquired, ich hatte das schon mal vorher eingerichtet. Wie gesagt, ohne geht es leider nicht. Dann müssen wir ein Image Directory konfigurieren, das heißt also ja, ein Ort, wo wir am Ende unsere ISO-Dateien speichern, um die geht es nämlich. Ich hatte jetzt einfach hier mal einen erstellt, so, next. Und jetzt steht hier Plug-in USB-Kabel, das heißt jetzt brauchen wir ein USB-Kabel und zwar ein Datenkabel, was also tatsächlich auch Daten übertragen kann, kein reines Charge-Kabel. Das drücken wir einmal so rein in den PC, einmal ans Handy. Aber ich sehe nur das USB-Gerät, kein Message. No devices showing up. So, ohne Device bringt es auch nicht zu booten. Das heißt also, ja, anscheinend ist hier das Telefon mit dem Kernel, den ich gerade drauf habe, nicht in der Lage. Ich kann auch hier nicht umstellen. Es ist halt leider nicht mehr ganz so zuverlässig. Das heißt, ich kann euch das jetzt leider nicht live zeigen. Ich muss erstmal wieder rumprobieren, ob ich einen Kernel für jedes Gerät finde, dass das wieder geht. Was wir aber am Schluss hätten, das wäre das hier. Wir haben eine wunderschöne Übersicht und wir sehen eine drivedroid.img. Wir können aber auch neue Images hinzufügen. Hier gibt es ein Download-Image, das würde ich allerdings nicht benutzen. Hier gibt es zwar jede Menge Distros und so, aber wenn wir gucken, alles von 2020 ist auch lange nicht aktualisiert worden. Was man aber machen kann, das ist über den regulären Browser einfach eine Datei runterladen. Ich nehme hier zum Beispiel mal einen Small Grümmel zum Beispiel. Was man dann machen muss, ist hier die Grümmel-Datei, die ISO einmal krallen und diese in den ISO-Ordner, also den ausgewählten Ordner verschieben. Wenn wir jetzt hier reingucken, hier sehen wir schon, die Grümmel ist drin. Und was wir jetzt machen können, wenn es funktionieren würde, das ist die Grümmel auswählen und hier unten Read Only Messdeutsch oder CD-ROM. Wenn man die Möglichkeit hat, würde ich immer CD-ROM machen.
Dann emuliert euer Handy gegenüber dem Laptop ein echtes CD-Laufwerk. Damit funktioniert eigentlich alles immer. Wenn es nicht möglich ist, ja, das Read-Only-Messdeutsch, das ist inzwischen auch mit vielen Dingen kompatibel. Das emuliert quasi einen USB-Stick. Vorteil an hier der Variante, ne, das Smartphone hat man eigentlich immer dabei. Ein paar ISOs drauf speichern ist vom Speicherplatz meistens ja auch machbar. Das Einzige, was man halt noch braucht, ist ein USB-Kabel. Aber sind wir realistisch, auch das hat man meistens in der Nähe. Wenn es funktioniert, ist das eine sehr praktische Sache. Aber wie ihr gerade seht, es ist leider nicht mehr so zuverlässig. Und da Android auch immer mehr davon weggeht, das Betriebssystem kontrollieren zu lassen, ist es leider wahrscheinlich auch nichts, was dauerhaft wirklich funktionieren wird. Also gehen wir mal zurück zum Stick. Stick ist bei vielen Sachen machbar. Man geht halt hin und spielt die ISO da drauf. DD ist euer Freund oder Win32 Disk Imager. Allerdings, ne, dann haben wir hier einen Stick mit, keine Ahnung, 64, 128 Gig und schreibt da irgendwie ein Gigabyte ISO drauf und der Rest, den kann man nicht mehr nutzen. Das ist irgendwie unbefriedigend. Glücklicherweise gibt es aber etwas, was da Abhilfe schafft. Um das zu benutzen, stecken wir erstmal den USB-Stick hier in unseren Laptop rein. Und was man eventuell auch tun sollte, ist alles, was an Daten drauf ist, erstmal sichern. Denn sobald wir hier loslegen, wird alles, was da drauf ist, gelöscht. Wir formatieren und partitionieren das Ding anders. Ich habe hier schon mal aufgeräumt, sind zwar noch ein paar Ordner drauf, aber die sind alle leer. Das sollte passen. Und dann brauchen wir eine zusätzliche Software. Das ist Ventoy, a new bootable USB Solution, steht hier schon so schön. Und das ist ein Tool, um einen USB-Stick zu generieren, der beliebige ISOs und Co. booten kann. Das Ganze funktioniert semi-gut. Es ist nicht fehlerfrei, aber in den meisten Fällen hilft es schon ein bisschen weiter. Und kurzer Hinweis an die, die auf Sicherheit achten. Ihr seht hier schon die Zeichen. Das Ganze ist ein chinesisches Projekt, wenn ihr da den Chinesen nicht so vertraut wie anderen Leuten, die uns mit Geheimdiensten gerne mal auf die Finger gucken. You have been warned. So, den Download, den findet man natürlich auch hier oben. Und das Ganze gibt es für Windows, Linux und als Live-CD. Ich werde es unter Linux installieren, aber nicht hier drüber, sondern über den Paketmanager meiner Wahl für Windows, ZIP-Datei runterladen, entpacken. Passt genauso. Wenn man das installiert hat, dann gibt es die Ventoy GUI, beziehungsweise in dem Ordner halt, den ihr extrahiert habt. Und ihr seht schon, das Ding will Root haben. Es wird halt roh auf ein Gerät geschrieben, von daher braucht man das wahrscheinlich. Wenn man es dann geschafft hat, dann sieht das Ganze hier so aus. Wir haben nicht viel. Wir haben hier oben das Device zum Auswählen. Das hier ist jetzt der USB-Stick. Jo, kommt hin. Wir sehen Ventoy in Package. Das ist, welche Version wir gerade auf unserem PC installiert haben. Und Ventoy in Device ist aktuell leer. Das heißt also, es ist auf dem USB-Stick gerade kein Ventoy drauf. Wir können auch noch die Sprache auswählen, wenn wir es nicht in Englisch wollen. Wir können auswählen, ob wir Secure Boot Support haben wollen, ob wir MBR oder GPT-Style haben wollen. Ich hole jetzt mal GPT. Und eine Partition Configuration gibt es auch noch. Da kann man dann hier einstellen, dass man zum Beispiel am Ende vom USB-Stick für eine andere Partition noch was haben möchte. Ansonsten belegt er alles. Aber ist auch nicht ganz so schlimm, sehen wir gleich. Andere Sache ist Show All Devices. Standardmäßig zeigt er euch hier nur USB-Sticks. Wenn man das anmacht, dann sieht man auch zum Beispiel eingebaute Festplatten, NVMe oder ähnliches. Kann mit manchen externen Festplatten eventuell mal nötig sein. So, ich würde sagen, das hier passt. Also gehen wir mal auf Install. Device will be formatted, all data will be lost, hatte ich ja eben schon gesagt. Wenn da was drauf ist, ist es danach weg. Okay. This will double check, ja, ich habe es gelesen. Und wir sehen Configuration, congratulations, Ventoy has been successfully installed. So, jetzt steht hier auch 10.1.0.93 haben wir jetzt. Und das war's im Prinzip. Mehr brauchen wir nicht. Also, fast. Wir können das hier nämlich jetzt zumachen. Und wenn wir jetzt mal drauf gucken auf unserem PC, dann sehen wir aktuell jetzt zwei Partitionen, die hier auf unserem USB-Stick drauf sind. Nämlich einmal hier ein Ventoy und ein Ventoy. Gucken wir mal hier links. Eins heißt Ventoy EFI, das sind einfach nur die Bootdaten. Und es gibt einen Ordner Ventoy und der ist gerade leer. Der ist auch relativ groß, denn wir sehen 123 Gig. Der ist also fast so groß wie unser USB-Stick. Und praktischerweise, wenn wir hier gucken, der ist exFAT formatiert. Nicht das schönste Dateisystem, wenn man Linux-Nutzer ist, aber es ist in den meisten Fällen für einen USB-Stick ja durchaus benutzbar.
Und was kann man jetzt hier machen? Na, Überraschung, man kann ISO-Dateien da reinschmeißen. Machen wir das doch mal. Also holen wir mal wieder hier unser Grimmel. Grimmel, für die, die es nicht kennen, das ist ein kleines Live-Linux-System für Administratoren primär gedacht. Und das laden wir jetzt mal runter. Was holen wir noch? Wir holen noch ein Arch Linux und ein Gentoo. Und eine Windows-ISO suche ich gleich dann auch noch. Holen wir noch ein Debian dazu. Und Ubuntu vielleicht auch noch. Da haben wir, glaube ich, alles abgedeckt, was wir so benötigen. Und das Einzige, was wir jetzt machen müssen nach dem Download, ist die ISO-Dateien holen. Und die schieben wir einfach auf den USB-Stick. Fertig. Mehr müssen wir nicht machen. Das Ding ist jetzt fertig. Zumindest, wenn der Kopiervorgang durch ist. Fehlt nur noch eins, wir brauchen noch einen Rechner, wo wir das Ganze starten können. Das ist nicht ganz so einfach, denn ja, eben ist ja schon das Wort gefallen, Secure Boot. Das wird uns noch weiter begleiten, denn dummerweise ist dieser Stick nicht so signiert, dass die meisten PCs das starten können. Dazu mal ein kurzer Exkurs, was ist denn Secure Boot? Mit Secure Boot war eigentlich das Ziel, dass Rechner nicht mehr beliebige Sachen starten können, sondern die starten nur noch die Dinge, die der Besitzer auch möchte oder irgendwer anders möchte. Technisch läuft das so ab, dass euer Boot-System signiert werden muss. Das heißt, irgendjemand muss unterschreiben und es gibt dann eine Liste im BIOS oder wie auch immer man das heute nennt, EFI, die dann sagt, okay, diese Signaturen, die akzeptieren wir und diese Signaturen akzeptieren wir nicht. Heißt technisch, wenn ich das Ventoy starten möchte, dann muss ich das Ganze unterschreiben und im BIOS hinterlegen, ja, okay, das darf gestartet werden. Die Sache ist, naja, wie gerade schon gesagt, ich muss es aktiv im BIOS hinterlegen. Das heißt, ich kann nicht mit dem Stick an beliebige Rechner gehen und da starten. Das ist sehr ungünstig. Und genauso ungünstig wäre es ja natürlich bei einem neuen Rechner, wenn man nichts starten könnte. Deswegen werden die meisten Rechner ausgeliefert mit einem Signaturpaket. Das heißt also, in den meisten Fällen ist das Microsoft. Dinge, die Microsoft unterschrieben hat, dürfen gestartet werden. Mit dem Hintergedanken, naja, dann kann Windows gestartet werden. Aber irgendein System, womit Leute Daten ausspähen wollen, kann nicht gestartet werden. Meine Empfehlung ist, entweder ihr hängt euch richtig rein und sichert euer System mit eigenen Signaturen ab oder ihr schaltet es aus, denn naja, auf der einen Seite ist es halt ein riesen Komfortverlust, weil ihr zum Beispiel nicht mal eben ein Live-Linux starten könnt, um einen Fehler zu beheben. Ihr könnt nicht mal eben irgendein System starten, um Daten zu retten, wenn was kaputt geht. Und auf der anderen Seite, naja, ich sagte ja schon, Microsoft unterschreibt. Microsoft hat jetzt nicht den besten Track Record, was Sicherheit angeht. Gerade vor ein paar Tagen, Wochen kam auch wieder die Info, ja, Microsoft hat versehentlich irgendwie 150 Malwares digital unterschrieben. Ja, dann brauche ich auch keine Signaturen, wenn Malware aktiv unterschrieben wird. Also, meine Empfehlung, wenn ihr es könnt, macht Secure Boot aus. Dann habt ihr auch kein Problem im Starten. So, ich werde es jetzt noch ein bisschen anders machen. Und zwar werde ich hingehen und das Ganze virtuell starten. Dazu gehe ich erstmal hin und unmounte die beiden Ventoy-Laufwerke. Muss man nicht zwingend, aber sicher ist sicher. Theoretisch sollte nichts passieren, weil wir beim Booten ja nur lesen, aber nee. Und was wir dann machen, ist QEMU gerade hier starten. Das ist eine Virtualisierungsumgebung. Holen wir ein 64-Bit-System. Und theoretisch, hier sehen wir schon, so startet das Ganze. Das heißt also, wir können jetzt auf jeden Fall vom USB-Stick starten und kriegen diese wunderschöne Auswahl. Stimmt, Windows wollte ich noch haben, aber fangen wir erstmal mit dem hier an, was wir so bekommen. Wir haben erstmal eine Liste mit allen ISO-Dateien, die wir auf diesen USB-Stick kopiert haben. Das heißt, die können wir direkt von hier wählen. Die Sache ist, leider geht es nicht ganz so einfach. Denn nicht jede ISO kann gleich gebootet werden. Es gibt ein paar, da geht es relativ einfach. Grimmel zum Beispiel. Kann man reingehen. Jetzt bekommt man hier noch jede Menge Modi. Wir holen mal Normal Mode. Und wir sehen, hier kommt das ganz normale Grimmel. Und wenn ich das starte, dann startet auch dieses Live-Betriebssystem. Mir fällt gerade auf, ich hätte vielleicht noch die Hardware-Beschleunigung einschalten sollen. Die Emulation hier ist gerade ein bisschen langsam. Anyhow, technisch geht das, bei anderen geht das nicht ganz so einfach und die würde ich jetzt sagen, gehen wir mal nach und nach durch,
was die ISOs, die ich jetzt runtergeladen habe, denn so machen und was wir da positiv und negativ beeinflussen können. Tada, ein Grimmel. Grimmel ist jetzt wahrscheinlich aber auch ein bisschen einfach. Wir wollen ein bisschen was anderes haben, also Power off und oder machen wir Reboot und schnappen uns direkt das nächste ISO. So. Und ich würde sagen, wir machen mal weiter mit Debian, weil Debian auch relativ klein ist und das Ganze basiert ja quasi auf Debian. Machen wir die Graphic Install, werden wir es schon können. Wie gesagt, da Grimmel gestartet hat, was auf Debian basiert, gehe ich auch davon aus, dass hier Debian selber startet und Überraschung, das Ganze startet. Continue, continue, continue. Ja, ja, passt schon. Und wir sehen, er kann jetzt hier auch Retrieving, das heißt also er lädt vom Installation Media, vom USB-Stick seine Treiber. Und so könnten wir jetzt hier Debian installieren, respektive wir könnten halt den Rescue-Mode von Debian nutzen, wenn wir ein Debian reparieren wollen. Ja, breche mal das jetzt hier mal ab, was jetzt nicht so einfach ist, weil, ups, keine Hotkeys und so. Reboot, yes, yes. Und mit Glück kommen wir jetzt hier genau wieder hier raus. Nächster, Ubuntu, basiert auch auf Debian, gehe ich auch von aus, dass er startet. Also, try or install Ubuntu. Das könnte jetzt ein bisschen länger dauern, einfach weil es ein Ubuntu ist halt ein Schwergewicht, der sehr viel Ressourcen braucht. Und entsprechend dann eher träge ist, zumindest in der Standardkonfiguration. Aber wie wir sehen, es startet zumindest. Die Bootgeschwindigkeiten selbst, die sind natürlich sehr stark von der Hardware abhängig. Das heißt also sowohl dem USB-Stick, das ist hier ein relativ flotter, der ist also eher nicht das Bottleneck. Aber da ich halt gleichzeitig gerade hier meinen Bildschirm aufnehme, ja, das zieht halt ein bisschen CPU. Das hier ist jetzt gerade nur ein Laptop, wo ich es drauf mache. Das heißt also, ja, die Ressourcen, die zum Booten zur Verfügung stehen, sind auch überschaubar. Aber wir sehen ja, nach und nach mühsam ernährt sich da die Ubuntu GUI. Also auch das ist jetzt möglich. Wir können unterwegs jederzeit hier ein Ubuntu installieren. Oder es ist ja eine Live-GUI. Wir können hier tatsächlich auch mehr oder weniger aktiv mitarbeiten. Klar, wir haben jetzt kein Persistent eingerichtet, würde aber auch funktionieren. Es gibt die Möglichkeit, Persistent-Speicher natürlich auf den USB-Stick zu schreiben. Ist ja ein ganz normales ExFAT-Laufwerk. Das ist jetzt auch hier draus erreichbar. Das heißt, man kann sich damit auch durchaus ein Betriebssystem bauen, was man aktiv nutzen kann mit festen Daten. Also nicht nur, um kurz mit ein paar Tools Reparaturen oder so durchzuführen. So, ja, das Ubuntu ist immer noch hier am Preparen, aber ja, ich denke, wir können das als funktioniert hier abtun, können hier rumsurfen, können alles Mögliche machen, was so ein Ubuntu kann. Wenn wir schon bei GUIs sind, gehen wir doch mal direkt und restarten nochmal zur nächsten GUI, denn wir hatten ja noch eine Datei, die Live-GUI im Namen hatte, nämlich Gentoo Linux. Danke. Das ist die Live-GUI AMD64. Steht leider der Name nicht drin, aber ja, auch das ist ein Disk-Image, was eine grafische Oberfläche mit dabei bringt. Gentoo hat so den Ruf, nur für die Hardcore-Nerds zu sein, aber es ist halt auch sehr flexibel und gerade wenn man halt eine fertige GUI bekommt, na, was will man mehr? Und wenn wir jetzt hier mal gucken, das Ganze diesmal dann mit KDE, ist jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, sehr ressourcensparend zu sein. Aber wie wir hier sehen, wir sind jetzt inzwischen schon drin. Das war jetzt, glaube ich, unter einer Minute oder soweit sowas. Das heißt also, obwohl es eine nicht unbedingt ressourcenschonende GUI ist, dadurch, dass Gentoo halt ein bisschen optimierter ist, startet es dann doch ein bisschen zackiger als so ein Ubuntu. Und auch hier haben wir halt so ziemlich alles dabei, was wir brauchen. Halt die KDE-Sachen, aber auch sowas wie LibreOffice, Internet surfen, natürlich die ganzen Sachen. Das heißt also, ja, auch hier quasi ein vollwertiges System, minus vorinstallierte dauerhafte Daten, aber wenn wir eine Live-GUI wollen, können wir eine Live-GUI nutzen. So, Gentoo durch, Ubuntu, Debian, Grimmel, was haben wir denn noch Schönes? Eigentlich nur noch Arch Linux. Und Arch Linux, das ist leider ein bisschen komplizierter. Denn wenn wir hier das Standardding machen, Boot in Normal Mode, dann kommen wir zwar auf unsere Standardoberfläche und können sagen, boote mal. Aber leider sucht Arch Linux im Bootvorgang zwingend nach seinem USB-Stick oder seiner CD. Und das funktioniert irgendwie, what? Nicht immer, wollte ich sagen. Aber anscheinend
klappt das jetzt hier in der VM? Muss ich gleich mal gucken. Vielleicht, dass sich die ISO geändert hat, dass das Problem behoben wurde. Aber gut, haken wir mal als präventiv funktioniert ab. Ha, überrascht mich jetzt. Hatte letzte Woche nicht funktioniert. Fehlt nur noch eins, Windows. Dafür muss ich ja erstmal gleich ein Windows suchen. So, Kopiervorgang ist abgeschlossen. Ich habe jetzt hier unter anderem noch zwei Windows drauf und noch ein Kali und ein Tails for good measure. Und dann gehen wir doch einfach nochmal durch, was wir so haben. Kali dürfte wahrscheinlich auch so starten. Ist, glaube ich, gute Frage. Worauf basiert Kali? Debian? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich blende es unten ein. Es müsste jedenfalls in der Lage sein zu booten. Kali, für die Leute, denen das nichts sagt, ist eine Linux-Distribution, die speziell auf Sicherheitstests ausgelegt ist. Das heißt also, wenn ihr damit beauftragt werdet, die Sicherheit von einem Netzwerk zu testen, dann ist das ein relativ gutes Werkzeug. Allerdings sollte man dann auch grob wissen, was man tut. Ansonsten macht man sich da eher schnell zum Affen und wird selber angegriffen. Yay! Ja, startet. Wie wir sehen können, funktioniert hier alles. Wir bekommen unsere wunderschöne GUI. Dann weiter zu Tails. Tails ist eine kleine Linux-Distribution für Anonymität. Mit der kann man sozusagen anonym im Internet surfen. Geht dann ein bisschen besser als mit so diesen kommerziellen Diensten wie so manche VPN-Anbieter, die sagen, sie verschleiern eure Identität. Spoiler, nein, tun sie nicht. Hiermit ist man zumindest einen Schritt weiter. Auch hier gibt es allerdings Möglichkeiten, einen zu de-anonymisieren. Es ist halt ein Werkzeug, wie viele andere auch. Kann in vielen Situationen aber hilfreich sein. Zum Beispiel hier, wie gesagt, man kann anonym surfen. Es funktioniert relativ gut, wenn man in Ländern ist, wo der Internetzugang beschränkt ist. Dann kann man hier glücklicherweise mit sich meistens irgendwie rausbohren und trotzdem noch viele Webseiten erreichen. Es sei denn natürlich Cloudflare ist beschäftigt. Aber ich glaube, das hier wollen wir nicht in eine Runtime ausarten lassen. Ah, und da sind wir doch. Ja, können jetzt konfigurieren, aber ich denke, wir müssen da nicht weitermachen. Okay, ich kann nur suspenden. Ja. Starten wir halt das Main System. Jetzt sieht das besser aus. Restart. Fehlen noch unsere Lieblinge aus Redmond. Ja, Windows. Wie ihr seht, ich habe hier unten auch schon ein Windows 10 und ein Windows 11 noch drauf kopiert. Fangen wir mit dem 10 an. Normal Mode hat bisher immer ganz gut funktioniert und wir sehen eine Windows-Fahne. Das ist ja schon mal ein guter Startpunkt. Und ist ein bisschen langsam, aber haben wir zumindest mal ein bisschen was, was sich dreht. Es wird schon. Jo, Windows Setup ist da. Das heißt, wir könnten jetzt hier auch ein Windows installieren, respektive können wir nicht, weil die VM jetzt keine Festplatte hat, aber ich denke, man sieht, dass zumindest das Setup lädt. Und ja, hier sehen wir es auch. Die einzigen Laufwerke, die wir sehen, sind unsere Ventoy-Laufwerke. Die wollen wir nicht haben. Also klicken wir uns mal zum X durch, wie auch immer man das macht hier. Ja, ich möchte abbrechen. Last but not least, Windows 11, die aktuelle Windows-Version, jedenfalls zum Zeitpunkt vom Video. Noch relativ einfach installierbar. Auch hier bekommen wir die Windows-Flagge. Bei Windows 11 muss ich allerdings noch einen Stern dran machen, denn das hier ist Windows 11 mit einem Stern. Ventoy erkennt automatisch, wenn eine Windows-ISO da ist und macht da Dinge. Insbesondere macht es zwei Dinge. Nummer eins, es sorgt dafür, dass der TPM-Check nicht läuft. Das heißt also, hier wird nicht geprüft, ob euer Rechner wirklich die aktuelle sichere Hardware hat, um es mal so auszudrücken. Das heißt also, mit dem Stick hier ist es theoretisch auch möglich, auf Rechnern Windows 11 zu installieren, die offiziell keinen Windows 11 Support haben. Technisch funktioniert das in den meisten Fällen, aber ihr seid halt außerhalb vom Support. Und Nummer zwei, hier das sorgt dann auch dafür, dass Windows 11 denkt, ihr werdet in einem lokalen Environment. Normalerweise bei aktuellen Windows 11 Releases ist es so, dass ihr das Ganze nur mit einem Cloud-Account bei, Windows Live Account? Mit einem Windows Online Account installieren könnt. Und das ist auch hier umgangen. Das heißt also, das Ding hier kann man installieren mit einem lokalen Benutzerkonto. So, der hier meckert jetzt, dass Windows 11 nicht hier auf dem PC ausgeführt werden kann. Ich gehe davon aus, das liegt eher daran, dass jetzt die Hälfte der Hardware fehlt und ich hatte, glaube ich, auch nicht UEFI gebootet jetzt hier in der VM. Technisch würde das aber funktionieren.
Ja, ihr seht also, mit so einem Stick kann man eine Menge machen. Es geht natürlich nicht nur in der VM, wir können das auch mal gerade hier real auf einem Laptop machen. So, dann versuchen wir das mal bei einem Hardware-Rechner, den gerade angeschalteten Hammer auf F12, weil ich mir sehr sicher bin, dass das Bootmenü hier ist. Und jo, das sieht gut aus, Entering Bootmenü. Bootmenü, wir haben ein Windows, wir haben die Festplatte selber und wir haben ein USB SanDisk, das klingt richtig, booten wir mal von da. VT Loading und hier sind wir, haben jetzt auch hier auf dem Hardware-System die ganz normalen Möglichkeiten, wie wir auch eben in der VM gesehen haben. Ich hole jetzt mal das Arch, weil würde mich interessieren, ob es jetzt tatsächlich klappt. Normal Mode und bootet er? Also ich meine, wir sehen, dass er bootet, die Frage ist, bootet er durch? Und tatsächlich, es scheint inzwischen zu gehen. Nice. Okay, ja, funktioniert. So, ich hoffe, ihr habt jetzt gesehen, wie man sich dieses Booten sehr vereinfachen kann. Ein USB-Stick, einfach die ISOs drauf kopieren und das Ganze funktioniert in den meisten Fällen. Wie gesagt, ich hatte in der Vergangenheit auch teilweise Sachen, die nicht gebootet haben, wie wir gesehen haben. Alles, was ich heute probiert habe, hat aber einwandfrei funktioniert. Und ja, so ein USB-Stick ist natürlich auch ein bisschen praktischer. Man kann jederzeit das Ding in den normalen Rechner stecken, die ISOs austauschen, aktualisieren und muss nicht irgendwie jedes Quartal neues Windows irgendwie auf Disk bringen oder ja, Linux, gute Frage. Daily Builds anyone? Na gut, Spaß beiseite. Ist auf jeden Fall ein sehr wertvoller Helfer und ich hoffe, dass der euch genauso viel hilft wie mir. Denn ja, ich würde sagen, der hier hilft mir sehr viel im Alltag und tut da, was er soll.